It's a trap. It's a trap. Wo kommen denn die X-Wings? Das kennt er dann doch, ja? Ja, ja. So, ich bin jetzt weitergelaufen. Ich komme in einen kreisrunden Raum. Dort ist ein... Ja, und jetzt guckst du mal bitte nach links oben. Oh, da bist du ja. Hallo. Ja. Wir sehen uns ja schon. Genau. Komm doch mal runter. Und ich bin froh, dass du den Part jetzt hast, weil da kannst du jetzt schön rennen. Ich guck mir das hübsch von oben an. Wir rennen. Aber ich muss dir auch sagen, ob rechts, links. Also ich muss ständig umdenken, wie du läufst. Das müssen wir mal schauen. Also in der Mitte ist das X, das kannst du sehen, oder? Und? Ja, du kannst praktisch dich draufstellen, oder? Ich weiß nicht. Das ist bei mir kein... Oh! Ah ja, scheiße, ja. Ups. Okay, jetzt rückwärts raus. Ja. Ja, links rum, die Zeit läuft nämlich. Wo musst du denn da lang? Hä? Ich sehe gerade den Ausgang. Ach ja, da raus, genau. Wo? Da raus? Links raus? Da jetzt raus, genau. Ja, ja. Okay, ich sehe schon, es scheitert wieder an mir, weil ich muss jetzt die ganze Zeit rechts, links denken. Das ist total fies. Also du stellst dich aufs X und dann geht's los sozusagen. Dann musst du immer das nächste X treffen. Okay, raus und links. Nächste Möglichkeit, raus und links. Nee, raus und rechts. Entschuldigung, raus und rechts. Da ist das X. Darauf, ja. Und jetzt, ach du Scheiße, rumlaufen, rumlaufen, rumlaufen. Rechts, dann wieder rein, nächste Möglichkeit. Und rum und... ja, oh Scheiße, ich kann das so schlecht beschreiben. Immer weiter rum, 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 rum. Irgendwann rechts wieder raus und rechts rum. Rechts rum, da ist das X. Ah, okay. Rennst du schon? Benutzt du die Renntaste? Achso, nee, habe ich noch nicht. Aber ich bin gerade ein bisschen überfordert gewesen. Kannst du mich ein bisschen kompensieren, so. Okay, pass auf. Rechts, rechts raus. Ja, jetzt, genau, jetzt da raus, wo du jetzt stehst. Links, also ja, und das ist X, genau. Es ist aber, glaube ich, jedes Mal anders, oder? Nee, es ist gleich geblieben, okay. Also, wenn du gut im Merken bist... Ja, ja, nächste Möglichkeit, rechts raus, genau, rechts raus, ja, rum zum X, ja, da ist es. Ach du Scheiße, okay, jetzt zurück und raus und links rum. Ja. Oh Gott, wo geht man denn da? Und links wieder rein und zurück, ja, da lang, genau, dann, ja, nee, da war schon richtig. Boah, ich kann das so schlecht beschreiben, links rein, durch die Mitte, durch, weiter, Mitte? Nein. Oh nein, oh, jetzt habe ich es zurückgesetzt, weil, weil ich jetzt in die Mitte zurückgerannt bin. Achso, Entschuldigung, die Mitte meinte ich nicht. Ja. Moment, warte mal, ich schätze das nochmal. Warte mal, ist das der gleiche? Das nee, ist ein anderes. Das ist anders. Ja, der Weg ist anders. Oh nein. Okay, du hast links rumgemusst. Jetzt wieder links und zum X. Das kannst du noch schaffen? Nee. Oh scheiße, Moment, ich bin so schlecht, sorry. Moment mal, können wir das vielleicht irgendwie nochmal kurz überlegen. Wir haben ja, ich sag mal, so Ringreihen, sag ich mal. Das heißt, wir sind von innen und dann, wenn du mir sagst, keine Ahnung, die nächste äußere Ebene wäre 1, dann weiß ich, okay, ich muss zum Beispiel 1 raus. Wenn du sagst 2, dann weiß ich, okay, ich muss wieder raus. Mhm. Und dann vielleicht aus meiner, ich weiß nicht, was du siehst, aber kannst du dann ansagen, ob ich, wenn ich bei rausgehe, zum Beispiel 2 rechts, also so ein bisschen Rallye-Ansage quasi. Also ja, was ich sehe, ist ganz einfach, ich sehe das komplett von oben. Ja, also ich beobachte dich direkt von oben, als wenn ich so ein Deckenleuchter wäre. Ah ja. Oder eine Deckenkamera. Und das Problem ist halt, ich muss ständig rechts und links umdenken. Das ist total schwer. Das kann ich echt nicht so gut. Aber das mit diesem rein raus, ja, da könnten wir uns auf irgendwas einigen. Also klar, ich könnte dir sagen, einen Ring raus, einen Ring rein, dann müsste ich auch keine Zahlen sagen. Aber das Problem ist, ich muss dir immer sagen, welche Abzweigung du rausnimmst und wenn du rausgehst, ob du dann vorwärts oder rückwärts läufst sozusagen. Vielleicht könnte ich dir sowas sagen wie gegen die Laufrichtung. Also raus gegen die Laufrichtung oder raus in Laufrichtung. Das wäre dann, da müsste ich nicht so rechts, links umdenken. Vielleicht kriege ich das hin, ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Okay. Ich aktiviere. Okay, also das erste raus ist ja klar. Raus gegen die Laufrichtung. Raus. Nee, da nicht. Ah, sorry, ja, nee, nicht. Das, den habe ich übersehen. Den nächsten raus. In Laufrichtung. Ah. Okay, geht auch nicht besser, verdammt. Ei, ei, ei. Okay, raus. Weiter, 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 raus. Na, da raus, in der Laufrichtung. Ja, da ist das X. Oh, ah, verdammt. Du warst direkt davor. Ja, ich war direkt davor. Du siehst die auch die Xe, oder? Ich sehe keine Xe, ich sehe... Ah, du siehst die nicht? Nee, okay. Ja, Laufrichtung, Laufrichtung und rein und gegen die Laufrichtung. Lauf, laufen, 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 raus, gegen die Laufrichtung. Ah! Verdammt. Irgendwie ist das schwer. Okay, wieder der Weg wie am Anfang. Und wieder der gleiche Weg. Rein gegen die Laufrichtung. Genau. Raus gegen die Laufrichtung. Da. Ja. Na. Ja doch. Hat gereicht. Okay. Raus in Laufrichtung. Da. Und rum. Und rein gegen die Laufrichtung. Oh Gott.
Rein in Laufrichtung, 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 weiter, weiter, raus, gegen die Laufrichtung. Ah, da war raus. Gegen die Laufrichtung. Verdammt. Oh, das ist. Oh, scheiße, ey. Ich hoffe, wir brauchen jetzt hier nicht 20 Minuten. 20 Versuche, 20 Minuten. Okay, auch schon. Okay, gleicher Weg, wie gehabt. Raus in Laufrichtung, ja. Weiter, 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 weiter. Rein gegen die Laufrichtung. Und rum, 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 rum. Raus gegen die Laufrichtung. Okay, und jetzt zurück und raus. Da, genau, da rum. Und jetzt wieder rein gegen die Laufrichtung. Rein in Laufrichtung. Oh Gott, weiter, weiter, weiter. Nein, 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 nein. Raus gegen die Laufrichtung. Ah. Manchmal sagt man es auch so, raus gegen die Laufrichtung. Ja, ja. Oh. Warte mal, ich glaube, ich habe eine Vermutung. Moment mal, lass mich mal kurz was probieren. So, sagen wir nochmal kurz an bis zum ersten. Es bleibt gleich, ne? So, wenn ich jetzt hier stehe, rennt die Zeit weiter. Man hört nichts. Man hört nichts, genau. Das wäre zu einfach, wenn man das jetzt planen könnte. Wenn du mir jetzt zum Beispiel ansagen kannst... Oder wir haben es uns immer zu schwer gemacht. Ja, wenn du mir jetzt ansagen kannst, wie der Weg ist, dann kann ich den jetzt so ablaufen. Ja, stimmt, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Okay. Ja, da läuft nichts tatsächlich. Okay, also dann sage ich es dir erstmal alles, aber ein bisschen was muss man sich merken. Ja. Also jetzt in deine Guckrichtung komplett rumlaufen, bis du zur Wand kommst und nach rechts, nach innen. Ja. So, dann weiter rechts durchlaufen. Warte mal, ist es dann wieder gegen die Laufrichtung? Genau, gegen die Laufrichtung, okay, zurück, also innen. Ja, mhm. Und dann irgendwann wieder rechts raus in dem du jetzt bist. Und dann wieder gegen die Laufrichtung. Und dann sage ich, wenn du auf dem X stehst. Oder das merkst du ja dann. Okay, ich probier's mal. Das hatten wir ja eigentlich auch schon. Also das war... Ja, so ist es ja viel einfacher. Ja, genau. Okay, stehen bleiben. Gut, so, stehe ich da. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt wäre wieder der Moment für Pen and Paper. Wenn du dir das aufschreibst, dann wäre es ganz einfach. Ich muss erstmal schauen. Also jetzt würdest du dich erstmal umdrehen. Ja. In die andere Richtung gucken, da wo es rausgeht. Da würdest du starten. So, dann läufst du, bis du zur Wand kommst. Dann gehst du nach links rein und gegen die Laufrichtung. Und dann weiter rechts rein und weiter in Laufrichtung. Ja, das ist mühsam. Dann gehst du irgendwann wieder bei der nächsten Gelegenheit links raus und gegen die Laufrichtung. Und dann rechts raus und gegen die Laufrichtung. Also lass mich das nochmal kurz rekapitulieren. Also. Sag mir nur der Reihenfolge nach. Links Laufrichtung, rechts gegen Laufrichtung, links rauf. Warte mal. Also du gehst jetzt raus. Dann, also jetzt nicht, jetzt erstmal als Trockenübung. Du gehst raus. Dann links gegen die Laufrichtung, rechts in Laufrichtung, links gegen die Laufrichtung, rechts gegen die Laufrichtung. Ich schreibe mir das tatsächlich mal ganz kurz auf, weil dann... Sekunde. Oh je. Gut, dass ich mein schlaues Büchlein wieder da habe. Man hört es im Hintergrund vermutlich gerade. Also, links gegen. Links gegen. Rechts mit. Rechts. Links gegen, rechts gegen. Links gegen. Links gegen, rechts mit, links gegen, rechts gegen. Oh Gott. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe jetzt einfach nur Buchstaben aufgeschrieben. Ich hoffe mal, dass das jetzt geht. Ich versuche es dir jetzt genauso zu sagen. Links gegen, rechts mit, links gegen, rechts gegen. Eigentlich geht es. Ich denke, das habe ich jetzt im Kopf. Okay, gut. Ich probiere es mal. Los geht's. Links. Also, links gegen. Ja. Rechts mit. Links gegen. Ja. Rechts gegen. Ja, was? Da ist es. Stehen bleiben. So, jetzt läufst du einen relativ langen Weg. So, also genau, du guckst ja jetzt schon, andere Seite ist ja Mauer. Also, wenn du da jetzt außen rumläufst, muss mal gucken, wo kommt man denn da? Ach du Scheiße, okay. Also das wäre links gegen. Dann läufst du relativ, dann läufst du in den zweiten Ring innen lang. Genau, also links gegen, dann irgendwann rechts gegen. Links gegen, rechts gegen. Dann rechts mit und dann siehst du es eigentlich schon. Wenn du ein bisschen läufst. Also drei Abzweigungen habe ich jetzt quasi. Links gegen, rechts mit. Genau. Links gegen, rechts gegen, rechts mit. Gut, du bist jetzt mein Rallye-Co-Pilot, also ich laufe dann jetzt los. Auf geht's. Okay. Also links gegen. Links gegen. Rechts gegen. Gehen. Rechts mit und noch ein paar Meter laufen. Verdammt.
Ah, da, genau. Stopp, was? Da stehen bleiben. Okay. Jetzt musst du wieder in die Mitte. Ich muss gucken. Also, du gehst da, wo du jetzt rausgehen kannst. Da kannst du dich ja schon mal hinorientieren. Mhm. Genau, da gehst du nach links raus, wo du jetzt auch hinguckst, ja? Links mit. Also, rechts von dir wäre eine Mauer, würde ich sagen. Da geht's nicht. Also, du gehst da frontal, wo du jetzt hinguckst, raus, läufst. Ich muss gucken, wo läufst du? Da läufst du, da läufst du. Okay, du läufst rechts gegen... Nee, Quatsch, links. Du läufst links gegen, Entschuldigung, ja? Links gegen, du musst ja erstmal reinkommen, sonst geht's ja gar nicht anders. Links gegen, rechts gegen und dann als nächstes bleibt nur noch die Mitte mit links rein. Also, das ist gar nicht so kompliziert. Links gegen, rechts gegen, links, okay. Genau, links gegen, rechts gegen, links, ja. Okay, ich probier's. Links. Whenever you're ready. So, jetzt so, links, links gegen. Genau, jetzt rechts gegen. Jetzt links die Mitte. Da, vor keine. Dir. Nein, da ist nichts. Da, noch ein Stück weiter. War da eine Mauer? Da war eine Mauer. Oh nein. Nein, habe ich es jetzt verhauen? War da eine Mauer? Oh, das kann nicht wahr sein. Tut mir leid. Ich sehe gerade gar kein X mehr. Wenn du, erst wenn du da runter gehst. Erst wenn ich wahrscheinlich wieder drauf gehe, vermutlich hier, oder? So? Ja, stimmt. Ach, scheiße, nee. Okay, tut mir leid. Ich habe den Anfangsteil mir dann aufgeschrieben. Okay, also, jetzt, wenn du jetzt da rauskommst, links... Und dann weiter links. Beides in Laufrichtung, genau. Also, oder die zweite in Laufrichtung, genau. Links raus, paar Meter laufen, da, genau. Also nochmal, du siehst das X, ne, wo du ankommst, oder? Nee, ich sehe kein X. Ich sehe kein X. Ich sehe nur diese Druckplatten am Boden und ach, Mauer um mich rum. Okay, also muss ich auch noch X. sagen, wenn Stopp ist, sozusagen. Genau, weil, ich okay. halt dann einfach irgendwo an, wo ich denke, dass es ist, ja. Ja, okay, verstehe. Okay, dann dreh dich mal, dass du rausgucken kannst. Genau, da läufst du jetzt dann raus. Dann läufst du eine ganze Weile, dann gehst du... Ah ja, du gehst praktisch links rein, aber nur ganz kurz und gehst gleich wieder raus und dann bis zum Ende. Kannst du jetzt merken, also du läufst eine ganze Weile, du gehst jetzt in den äußeren Ring, ne? Da guckst du jetzt hin. Da läufst du in Laufrichtung, ist was dann von dir aus sozusagen frontal oder rechts rum ist. Mhm. Also im Uhrzeigersinn läufst du rum. Irgendwann kommst du an eine Öffnung, wo du nur ganz kurz reingehst und gleich wieder rausgehst. Also nur rechts rein und links direkt wieder in den äußeren Ring danach. Okay. Ja? Also gut, kann man das verstehen? Rechts rein, links wirst rein. Wirst du verstehen, wenn du es siehst. Rechts rein, links rein, so irgendwie. Okay, ich probier's mal. Auf geht's. Muss ich eigentlich gar nicht sagen, wenn ich nicht wieder was übersehen habe. Rechts rein, links rein. Und wieder raus, genau. Und auf die, ja. Okay, oh. Oh, och nö, oh, der ist mega kompliziert. Oh Gott. Oh, was? Oh, scheiße. Okay, also jetzt würdest du erstmal die gleiche Aktion machen, wie du jetzt zum Schluss gemacht hast. Also einen rein und gleich wieder raus. Mhm. Ja. Und dann gleich wieder rein. Und dann den nächsten wieder rechts rein. Alles in Laufrichtung. Dann wieder links. Das ist sehr viel Laufrichtung. Dann... Also oder rein, jetzt, raus, rein... Rein, raus, rein, rein, raus, raus. Oh, wow. Oh Gott, ist das scheiße. Warte mal, vielleicht sprechen wir jetzt mit Ringen. Also du wärst jetzt im äußersten Ring. Wir nennen ihn mal Ring Nummer 3, ja? Den Mittelpunkt, sage ich mal, ist die 0 und dann haben wir 3 Ringe. So, also du bist jetzt in der 3. Wir reden jetzt komplett vom Uhrzeigersinn, ja? Mhm. Also 2, gleich wieder in die 3 raus, dann wieder in die 2 rein. Dann nächste Moment, Gelegenheit Moment, Moment, in die 1, Stopp, mein Stift versagt hier gerade. Also 3, 2, ja. Also von 3 in 2, dann wieder in 3, ne? Genau, dann in 3. Mhm. Dann wieder in 2. Mhm. Dann in die 1. Ja. Dann in die 2. Ja. Dann in die 3. Du liebes bisschen. Und ganz, wenn du dann in dieser 3 bist, läufst du direkt auf eine Mauer zu. Da drehst du dich nach rechts und gehst ganz in die Mitte und gehst zu dieser Druckplatte. Und dann da kannst du direkt durchgehen zu 1, also, ja, genau. Okay. Gut, alles in Laufrichtung eigentlich, hast du gemeint, ne? Eigentlich, genau. Wir machen jetzt einfach nur Laufrichtung. Ich kann auch rein-raus sagen oder 3-2. Wie magst du es? Rein-raus ist mir, glaube ich, lieber. Okay, dann sage ich die ganze Zeit rein-raus, bis du wieder außen bist und vor einer Mauer stehst und dann musst du dich nur noch nach rechts drehen und ganz in die Mitte rein. Ich probier's. Das könnte man eigentlich hinkriegen. Okay. Okay, okay, dann geht's rein. Los jetzt. Rein, raus. Raus. Rein. Rein. Ach, rein. Rein, rein, rein. Raus. Raus. Raus.
Und jetzt in die Mitte. Da, genau, das wär's gewesen. Nein, nicht so weit drüber. Nee, da war ja da hinten eine Mauer, glaube ich. Ich hab's, glaube ich, gar nicht gesehen, aber. Da war, glaube ich, wieder eine Mauer. Was war da? Ich verstehe dich akustisch nicht. Ich glaube, da war wieder eine Mauer. Nee, du stehst ja drauf jetzt. Auf dem warst du nicht drauf? Auf dem war ich mir fast sicher, dass ich drauf war, aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Aber ich dachte, ich muss am Schluss in die Mitte rein, also quasi hier. Jetzt habe ich sie wieder gestartet. Ah, ganz zum Schluss, da waren wir ja schon kurz davor. Ach Mann, ey. So, also du gehst raus und gehst links rum. Dann gehst, also, ja genau, dann hast du in Laufrichtung, gehst du rechts raus und gehst in Laufrichtung weiter und die nächste Platte, die du hast. Also links, links, genau, links raus. Rechts raus, Laufrichtung und die Platte da. Ja, okay. So, ach, kann es nicht mal ein kurzer Weg sein. Also jetzt wäre es wieder der... Genau, jetzt guck schon mal raus. Ich glaube, das hatten wir ja schon. Du gehst bis zu dieser Mauer, wo du nur kurz rein und wieder raus gehst. Oh ja. Okay. Kannst dich erinnern? Mhm. Ja. Und Rennen nicht vergessen. Mach ich. Okay. Ich flitze wie ein Marathonläufer. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Kondi übrig. Ja, habe ich nicht geskillt. So, jetzt kommt wieder diese Rein-Raus-Geschichte. Da ist keine Mauer. Ich schwöre dir, da ist keine Mauer. Also der Punkt ist nicht so ganz vielleicht einsehbar. Du musst, wenn du am Ende vom äußersten Ring nach innen reingehst, musst du wieder leicht nach rechts, um auf diese Druckplatte zu kommen. Aber da ist keine Mauer. Da ist keine Mauer. Also, anders kommt man da gar nicht hin. Alles drumherum ist Mauer. Aber das, wo ich dich durchschicken will, ist keine Mauer. Okay, also alles in Laufrichtung und ich sag dir rein, raus, ja? Okay, ich probier... Moment mal, 1, 2, 3, 1 ist der Schluss. 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Okay, ich probier's. 3, 2, raus, 3, 2, rein, 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 raus. Nein, fuck, nicht da. Fuck. Alles in Laufrichtung, raus und jetzt rein. Ah! Ja, und dann hier, ne? Na, verflixt, ja, ich bin aber auch so ungeschickt hier. Warte mal, wir ergänzen uns gut, finde ich, gerade. Halt, oh, du stehst schon nicht mehr drauf. Weißt du noch den Weg? Ist der gleiche. Der gleiche. Ist links, ja, ja, links, links. Raus, Laufrichtung. Und die Platte. Ja. Dasselbe Weg? Okay. Den langen Weg und nur einmal um die Mauer rum am Ende, genau. Aber lustig finde ich das schon. Man bricht sich hier ganz schnell ab. Das ist schon echt knapp, also du musst ja lange Wege gehen. So, wieder das gleiche. Rein, okay, raus, rein, alles, raus und so. Okay, ich probiere es einfach so, mal direkt raus, los. Rein, 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 rein. Du gehst immer raus. Raus. Nein, fuck. Raus. Jetzt raus. Ja, ist so richtig. Fuck. Nein, da nicht. Nein, ach, verflixt. Oh Mann, ich bin so ein. Ich sag's dir ein bisschen früher an, warte mal. Wieder der gleiche Weg. Der gleiche Weg. Okay. Kannst du schon bald auswendig. Ja, eben, das versuche ich jetzt gerade. So. Das hoffe ich jetzt gerade. Also gut. Jetzt wieder außenrum, ja. Okay. Ja. So, lass mich kurz gucken. Haben wir irgendwo gegen die Laufrichtung oder ist alles mit Laufrichtung? Es ist nur am Ende, wenn du dich nach rechts drehst und in die Mitte gehst. Ansonsten ist nichts gegen die Laufrichtung. Oh Mann. Warte, warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, das ist ja auch noch in... Nee, das ist alles in Laufrichtung. Alles im Uhrzeigersinn. Alles im... Okay, ich probier's nochmal. Ja. Also, rein. Drei. Rein. Raus. Raus. Rein. 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 Ja. Nein, nicht da. Das war gegen. Raus, ja. Und jetzt rein. Ach fuck, ich hab's schon gesehen. Oh Mann. Du läufst an manchen Stellen dann irgendwie doch gegen. Ich weiß nicht, irgendwie aus irgendeinem Grund. Oh fuck, das ist ein anderer Weg, ne? Oh, ich glaube, es hat sich verändert. Ja. Scheiße. Verdammt. Es hat sich verändert, okay. Also, wenn du jetzt rauskommst, rechts, geht ja nur rechts. Mhm. Dann die erste Ausfahrt auslassen, die zweite Ausfahrt links nehmen und in Laufrichtung weiter. Jetzt rede ich schon wie so ein Navi. So, genau, darauf und darauf, genau, stopp. Okay, lass mich kurz überlegen oder gucken. Also du läufst jetzt im Uhrzeigersinn rum, dann kommst du vor eine Mauer, da gehst du rechts rein und gegen die Laufrichtung. Das hatten wir auch schon, aber das war davor. Okay. Also rechts gegen... Oh! Okay, rechts gegen, kannst dich noch erinnern, ja? Genau. Und dann nochmal rechts gegen raus. Ja, und jetzt gegen. Ja! Doch, hat gereicht. Hat gereicht. Okay, wie war denn das jetzt? Ach du Scheiße, das ist ein richtig langer Weg. Also da, wo du jetzt rausguckst, gegen den... Gegen den Uhrzeigersinn, dann links gegen, dann rechts mit, links gegen, rechts gegen. Das war das. Moment, genau. Nochmal ganz kurz. Kannst du mir nochmal ansagen? Also rauslaufen auf den äußersten Ring gegen den Uhrzeigersinn, dann wieder rein bei, also links gegen. Links gegen. Links gegen, rechts mit. Rechts mit.
Links gegen, rechts gegen. Den hatten wir schon mal. Ja, hatten wir schon mal. Den hatten wir schon mal. Den haben wir das, der erste, den ich mir aufgeschrieben habe. Okay. Ich sag's dir an, ich krieg's hin, hoffe ich. Ja, okay. Das Ansagen habe ich, glaub ich, nicht so das Problem. Das Problem ist, ich setze es nicht um. Links gegen. Vielleicht rechts, muss ich es dir auch früher ansagen, einfach 5 Meter bevor du da bist oder so. Kann ich auch mal probieren. Also gut, links gegen... In Rallye-Spielen kann man sich das ja auch einstellen, wie früh der Co-Pilot ansagt. Okay, ich probier's mal, ja? Links ja, gegen, ich sag's dir an. Links gegen, okay, links gegen ist dann das erste gleich. Links gegen. Links gegen. Rechts mit. Links gegen. Nein! Links gegen. Rechts gegen. Boah, ist das spannend. Ist okay, hat funktioniert. Okay, jetzt, da ist ja eine Mauer, also erstmal umdrehen, genau, jetzt läufst du da gegen den Uhrzeigersinn, jetzt lass mich kurz gucken, das hat man doch bestimmt auch schon, wie kommen wir denn da hin, da, oh. Also wenn es wie vorhin wäre, dann wäre links gegen, rechts gegen, rechts mit. Links gegen, rechts mit, ja, stimmt, Links gegen, na dann. Okay, ich probier's, Ich habe eigentlich genug Zeit zum Überlegen, also links gegen. Links gegen. Rechts gegen. Rechts gegen. Rechts mit. Rechts mit. Und laufen, das ist die Platte. Ja. Okay, jetzt die Mitte. Das müssen wir jetzt schaffen. Das ist der letzte Schritt. Lass mich gucken. Nicht, dass ich eine Wand übersehe oder sowas. Also. Oh, ich glaube, es gibt sogar 2 Wege. Ich muss mal den kürzeren finden. Ich muss das mal von innen mir durchgucken. Also, da kommst du an, da. Aha. Ich glaube, ich könnte dich im schlimmsten Fall echt den längeren Weg schicken. Das muss man verhindern. Also da, wo du jetzt hinguckst, gegen den Uhrzeigersinn, sind praktisch auf dem äußersten Ring, ne? Den nehmen wir jetzt. Okay. So, dann gehst du nächste Gelegenheit links gegen, dann rechts gegen und dann links in die Mitte. Ist eigentlich ganz einfach. Ja, okay, gut. Ich äußerster Ring, links gegen, links rechts gegen, okay. Links Mitte. Gar nicht denken hier. So, links gegen. Links gegen. Rechts gegen. Rechts gegen. Link, nächste Einfahrt nee, links. Da, ich hab links, links, nein, rein, ich hab, in die Mitte, nein, in die Mitte. Ich hab hier, nein, hier ist Mauer. Mitte. Hier ist Mauer. Ach, die seh ich. Okay, hier die sehe ich Mauer. Nicht. Ich hab die nicht gesehen, okay, das ist sorry. Das ist eine Sackgasse hier bei mir. Ach, scheiße, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ah, sorry. Ja, geh nochmal in die Mitte, wir müssen nochmal anfangen. Oh, ich bitte dich inständig, schneide das. Das ist ja grauenhaft. Okay, so, das ist ganz einfach. Raus links und die... Zweite links raus und dann in Laufrichtung weiter. Moment mal, wenn ich hier rausgucke, dann sehe ich schon, dass links eine Mauer ist. Stimmt, jetzt verwechsel ich auch noch rechts und links. Raus, rechts und dann die zweite links raus und in Laufrichtung weiter. Oh. Warte mal, ich möchte mal kurz so ein was probieren, bevor wir jetzt anfangen. Ich bin so, durch, ey. Wenn ich jetzt mich hier drauf stelle, rennt die Zeit, ne? Ja. Fuck. Ja. Was war jetzt das sein? Da raus jetzt. Da raus. Und in Laufrichtung. Ja, darauf, okay, genau. Gut. Also habe ich nicht die Möglichkeit, von Platte zu springen, sondern muss das wirklich an einem Stück durchrennen. Okay. So, warte mal. Das war der. Okay, also jetzt, wo du hinguckst, am Ende rechts gegen, dann wieder rechts gegen. Hatten wir das überhaupt schon? Rechts gegen ist das. Ja, tatsächlich. Okay, ganz bis am Ende, dann rechts gegen, okay. Genau, rechts gegen. Jetzt geht's eine Weile rum. Und rechts gegen. Jetzt rechts gegen, ja. Stopp. Ich bin quasi auch im Kreis gerannt, mehr oder weniger. Bald haben wir auch alle Möglichkeiten durch, die dieses Spiel so bieten kann. So, jetzt guckst du wieder nach draußen. Guckst du schon nach außen? Ja, nee. Jetzt so. Genau. Also jetzt geht's über den äußeren Ring. Eine andere Möglichkeit hast du gar nicht. Was haben wir jetzt? Dann haben wir, also wenn du auf dem äußeren Ring gegen den Uhrzeigersinn bist, dann hast du links gegen, rechts mit, links gegen, rechts gegen. Das hatten wir auch schon dreimal. Links also links gegen, rechts mit. Links gegen, rechts gegen. Das kann ich dir ansagen, das kann ich inzwischen schon, wenn ich nicht gerade wieder eine Mauer übersehen habe, aber das hatten wir ja also schon. Also das ist links gegen, okay. Rechts mit, links gegen, rechts gegen. Genau. Okay, gut. Links gegen. Also, genau. Links gegen. Links gegen. Rechts mit. Links gegen. Links gegen, rechts gegen. Rechts gegen. Ja, Hammer, okay. Oh Mann, okay. Warte, dann läufst du da lang, dann... Das ist wieder der lange Weg. Oh je, meine, der lange Weg. Also, im Uhrzeigersinn rum. Links gegen, rechts mit. Warte mal, im Uhrzeigersinn habe ich ja schon ein Problem, weil im Uhrzeigersinn, wenn ich gucke, ist vor mir eine Wand. Ja, das heißt, gegen den Uhrzeigersinn. Mein Gott, ja, echt, sorry. Ich kann nicht mehr. Gegen den Uhrzeigersinn, ja. Also, links gegen, rechts mit und noch ein paar Schritte laufen. Links gegen, rechts mit.
Mitte. Mit. Ja. Links gegen rechts mit. Okay. Ja. Gut. Links gegen. Gegen. So, rechts gegen. Halt, Moment, aber da ist die Mitte. Nicht in die Mitte, du sollst ja gar nicht in die Mitte. Ey! Ach, das hat als rechten, ja gut, das kennt man auch als rechts. Ich habe jetzt gedacht, nein, ich habe jetzt aber gedacht, diesmal sehe ich die Mitte, vielleicht renne ich einfach mal in die Mitte. Ach so, ja, ja, okay. Weil vorhin bin ich immer, ja, okay. Jetzt kannst du mal in die Mitte gehen, wir sind zurückgesetzt. Ach, Scheißdreck, ey. Okay, jetzt haben wir wieder rechts rum und zweite links raus und in Laufrichtung. Nein, zu weit gelaufen. Oh! Schon die zweite da, ja, 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 nein. Oh! Ist es noch dasselbe? Okay. Ich sehe kein Kreuz. Geh mal bitte in die Mitte richtig rein. Ja, bin ich. Hä? Bin ich? Geh mal bitte nochmal runter. Ich dieselbe ist. Warte mal. Ich sehe das Kreuz nicht. Jetzt ist okay, weg. Jetzt, okay. Ich habe es nicht gesehen, aber es hat funktioniert. Okay, das war das also. Das ist jetzt peinlich mit dem Uhrzeigersinn. Also jetzt natürlich im Uhrzeigersinn rum. Also rechts gegen. rechts gegen. Dann läufst du so. Ja, rechts gegen, wieder. Rechts gegen, also einmal im Kreis, okay, kenne ich. Rechts gegen, okay. Ja, genau. So, jetzt war das wieder, warte, das ist diese Geschichte wieder. Also genau auf den äußeren Ring gegen den Uhrzeigersinn. Links gegen, rechts mit, links gegen, rechts gegen. Die Geschichte wieder. Links gegen, okay, ich probier's. Ja, ich sag's an, links ja, gegen. Links gegen. Rechts mit. Rechts mit. Links gegen. Rechts gegen. Genau, in die Ecke. Jawohl. Mann, es muss doch jetzt mal möglich sein. Also, du gehst da unten rum. Dann gehst du da komplett zu. Oh ja, jetzt kommt wieder der lange Weg. Also, gegen den Uhrzeigersinn guckst du schon, ne? Mhm. Genau, links gegen, rechts mit und ein paar Schritte laufen. Das hat man gerade auch schon. Rechts mit. Links gegen, rechts mit. Ein paar okay, Schritte gut, laufen. Gut. Also gut, ich probier's, ja. Also. Oh, links gegen. Links gegen, rechts gegen. Rechts gegen. Nicht in die Mitte, genau, rechts raus. In rechts Laufrichtung mit. Und darauf, genau. So, ja. Jetzt die Mitte. Jetzt musst du es endlich schaffen. Ich guck ganz genau, wo die. Ja, ich sehe die Mauer. Ich weiß, wie es gemeint ist. Okay, also du musst da rein. Oh Gott. Okay, also du guckst ja jetzt schon raus, ne? Mhm. Also äußerer Ring gegen den Uhrzeigersinn. Dann links gegen rechts. Oh ja, jetzt da muss ich echt aufpassen, warte. Links gegen rechts mit und dann links rechts rein. Was? Das, warte mal. Also auf den äußeren Ring, dann irgendwann links gegen rechts mit und rechts dann in die Mitte. Rechts rumlaufen mit und dann. Okay. Also, oder sagen wir so, einfach, sag mir einfach die, rechts ich, mit, rechts mit. Ja, sag mir einfach rechts, Mitte, rechts mit und rechts Mitte dann einfach nochmal an. Okay. Ja. Also links gegen, ich fange an. Mhm. Links, genau. Links gegen, rechts mit. Rechts mit. Und jetzt dann, rum zur Mitte. Ja! Oh mein Gott. Oh, oh. Das ist runtergefallen, glaube ich. Ich bin runtergeplumpst. Ja. Mein Gott, ey. Ich komme mir echt gerade vor wie so ein. Oh nee, ich will gar nichts sagen hier. Furchtbar. Oh,